Hallo, meine Damen und Herren, hier geht es weiter in unserem Kurs Esst Weizen, trinkt Milch. Ich begrüße Sie im neunten Beitrag. Das heißt, wir beginnen heute und sprechen heute in Kapitel 8 zum Thema Grundlagen Ihrer Darmschleimhaut. Zunächst empfehle ich Ihnen aber genauso wie bei den vorangegangenen 8 Beiträgen, diese möglichst chronologisch zu rezipieren. Das heißt, ehe Sie den Inhalt dieses neunten Beitrages, nämlich dieses Kapitels 8, anschauen und sich anhören, empfehle ich Ihnen, die vorherigen sich anzusehen. Aber selbstverständlich können Sie auch frei entscheiden und quer einsteigen, das ist gar kein Problem. Und Sie können auch unabhängig davon andere Beiträge sich ansehen über die Seite ulrich-mtc.de/agelsmartbasic, so wie ich das hier eingeblendet habe. Das unabhängige Downloaden der, ich denke, doch wichtigen und inhaltsreichen PDF-Dokumente, zu denen Sie ja in den anderen Beiträgen auch schon die Möglichkeiten hatten, gibt es natürlich nur für die Abonnenten des Infodienstes Agelsmart. Und wer nicht Abonnent ist, dem empfehle ich, das doch einfach mal zu probieren, einfach zu schnuppern, für den Zugang zu der schon ganz breiten Wissensbasis. Schon über 160 Beiträge gibt es bisher und es kommen immer neue hinzu, haben Sie für einen einzigen Euro in den ersten 30 Tagen die Möglichkeit. Wenn Sie das testen wollen, wenn Sie es interessiert, dann melden Sie sich doch einfach mal an. Sie riskieren sage und schreibe nur einen einzigen Euro und die Seite ist eingeblendet. Sie lautet ulrich-mtc.de/infodienst. Sie können auch jederzeit dann dieses Abo, wenn Sie es nicht mehr möchten, selbstverständlich fristfrei wieder kündigen, wenn Sie das möchten. Aber wie gesagt, Sie haben dort einen Zugang zu sehr vielen Beiträgen und nicht nur zu diesem Kurs. Es gibt auch weitere Kurse und es geht dort immer bei dem Infodienst Agelsmart um das Ziel Leben ohne Krankheit. Aber jetzt zum Agelsmart-Kurs Esst Weizen. Kapitel 8 habe ich angekündigt. Da geht es um Ihre Darmschleimhaut. Übrigens, wenn Sie den Beiträgen bis hierher gefolgt sind, wissen Sie längst, worauf es ankommt. Es geht nicht darum, dass Sie Esst Weizen, trinkt Milch als Aufforderung begreifen sollen. Und schon gar nicht würde ich eine solche Aufforderung denjenigen geben und Sie auffordern, denen der Genuss von Weizen oder Milch die Lebensqualität verschlechtert. Und diejenigen, die das so empfinden, wissen, dass sie Weizen und Milch nicht vertragen. Also es soll keine Aufforderung sein. Nein, hier geht es darum, dass die Unverträglichkeit von Weizen oder Milch als Hinweis erkannt und verstanden werden soll, dass es bereits bei denjenigen, die dort Probleme haben, Verdauungsprobleme gibt. Probleme mit dem Verdauungssystem, Probleme mit dem Darm, Probleme mit den Lymphen als wichtigstes Entsorgungssystem für Gifte und Schadstoffe. Also es droht dort mehr. Das soll der Hinweis sein. Und wir wissen aus unzähligen fachlichen oder Fach oder Veröffentlichungen in der modernen Fachliteratur und aus meinem eigenen Erleben weiß ich das auch, dass es mit dem Weglassen von Milch und Weizen bei Beschwerden nicht getan ist. Das allein reicht nicht, weil das Problem tiefer sitzt. Die Unverträglichkeit ist nur ein Symptom, deren Ursachen ich ganz und gar nicht beseitige, wenn ich diese Nahrungsmittel weglasse. Diese Ursachen liegen im gestörten Verdauungssystem. Das muss wieder normalisiert werden, um schwere Erkrankungen des zentralen Nervensystems, schwere Erkrankungen des Stoffwechsels, Störungen des Stoffwechsels, wie zum Beispiel Diabetes mellitus, Störungen des Herz-Kreislauf-Systems, was mit hoher Wahrscheinlichkeit zu noch schwereren Erkrankungen führen kann und sogar zum Tod und auch wenn wir diese Ursachen nicht beseitigen, es auch zur schweren Störung der Psyche kommen kann. Oftmals sind Demenz und Alzheimer, Herzinfarkt oder Organversagen die Folge von sich immer mehr etablierenden Störungen des Verdauungssystems. Welche zentrale Rolle das Verdauungssystem, insbesondere der Darm, hat für eine regelrechte Steuerung der Gehirnfunktion? Ja, der Darm steuert das Gehirn. Das lernen wir heute auch in diesem Kapitel 8 kennen.
Störung des Verdauungssystems nicht ursächlich zu begegnen, sondern nur sogenannte unverträgliche Lebensmittel zu meiden, das kann sehr gefährlich sein und auf kurz oder lang zu schweren Erkrankungen führen. Ich bin also nicht der Meinung, Sie aufzufordern, Weizen oder Milch zu sich zu nehmen, wenn das bei Ihnen zu Störungen führt und zu Unbehagen und überhaupt zu unangenehmer Lebensqualität. Nein, das will ich nicht, sondern ich will, dass Sie die Erkenntnis bekommen, wie wir das auch schon in den vorherigen Beiträgen gesehen haben, dass es nicht ausreicht, die Symptome allein zu beseitigen, beziehungsweise den Symptomen zu begegnen, sondern wir müssen auf die Ursache gehen. Und das ist das gestörte Verdauungssystem. Diese Erkenntnisse haben wir glücklicherweise schon deutlich einsetzen können, dass es recht einfach ist, nämlich zu erkennen, dass es recht einfach ist, das Verdauungssystem wieder zu normalisieren, das Verdauungsfeuer wieder zu entfachen. Und somit behaupte ich, und Sie haben das bestimmt bisher auch schon zum Teil zumindest auch übernehmen können, die Erkenntnis, dass es ganz einfach ist, den schweren Erkrankungen zu begegnen, es nicht zu schweren Erkrankungen kommen zu lassen, beziehungsweise sogar hilfreich und erfolgreich zu sein gegen schwere Erkrankungen, wie gesagt, des Zentralnervensystems, des Herz-Kreislauf-Systems, schwere Erkrankungen von anderen Organen, dass wir das dem entgehen können durch relativ einfache Handlungen. Es ist relativ einfach, das sogenannte Verdauungsfeuer wieder zu entfachen und so der Ursache nahe zu kommen und die Ursachen zu beseitigen, die dazu geführt haben, dass wir Weizen und Milch nicht mehr vertragen. Darum geht es hier. Ganz praktische Empfehlungen zum Handeln konnte ich Ihnen bereits vorstellen. Das sind zum Beispiel die Unterstützung des Verdauungssystems durch zeitgerechte Auswahl der Nahrung, durch richtiges Essen, durch Auswahl dessen, wie wir uns beim Essen verhalten, durch einfaches Einhalten von Randbedingungen und vieles, vieles mehr. Das konnten Sie schon kennenlernen und ich nehme an, Sie haben bei den verschiedenen Empfehlungen immer schon mal gedacht, na, das ist ja so recht einfach, so hilfreich kann das doch nicht sein. Aber wenn Sie das jetzt bis jetzt auch schon mal ausprobiert haben, wenn Sie schon eingesetzt haben, wenn Sie den Empfehlungen nachgegangen sind, die sich doch so einfach anhören, dann werden Sie vielleicht schon von Verbesserungen profitieren. Das bisher für mich am besten Überzeugende in den empfohlenen Handlungen ist nicht deren Versprechen zum Erfolg. Erfolg ist wichtig, das ist ganz, ganz wichtig, richtig. Aber mich erzeugt am meisten, dass Sie durch ganz einfache Handlungen und Überlegungen den drohenden Gefahren, den drohenden schweren Gefahren an Erkrankungen zu leiden, ganz einfach und sogar ohne fremde Hilfe oft entgehen können. Das gilt sogar, wenn diese Erkrankungen bereits eingetreten sind. Also nicht nur präventiv, sondern auch heilend, könnte ich hier sagen. Und das ist doch so. Alles ist einfach, was wir hier behandeln in diesem Kurs. Man muss es nur wissen. Das ist das Wichtige, da ist die Krux drin, wir müssen es wissen. Und deshalb gibt es diesen Kurs. Lassen Sie uns deshalb jetzt zum Thema Bedeutung der Darmschleimhaut kommen, um noch mehr zu wissen, wie wir ein Leben ohne Krankheit erreichen können. Nun also zu den Inhalten. Wir sprechen ja heute über die Grundlage oder Ground Zero für Ihre Darmschleimhaut. Und das ist unsere Agenda. Wir beginnen mit Lebensmitteln für die Heilung von innen nach außen. Dann sprechen wir über den Dickdarm, unser zweites Gehirn. Sehr interessant, die Zusammenhänge zwischen Gehirn und Darm kann für viele von Ihnen neu sein. Ist auch ganz wichtig. In dem Zusammenhang sprechen wir also auch über die bidirektionale Darm-Hirn-Achse. Wichtig ist also ein gesunder Darm. Das ist ein Bereich, über den wir ganz detailliert noch einmal sprechen. Totalüberholung der Verdauung, das ist also notwendig. Wenn nicht nur eine Korrektur reicht, dann brauchen wir eine Totalüberholung der Verdauung. Sie selbst können einen hilfreichen Sud oder einen Tee herstellen. Dann sprechen wir über Probiotika. Da geht es um transiente oder kolonisierende Probiotika oder Bakterien. Neue Bakterien sollen angesiedelt werden. Da sprechen wir in dem viertvorletzten Kapitel. Und denkende oder fühlende Mikroorganismen. Wie geht das also mit den denkenden oder fühlenden Organismus und warum müssen wir das beachten? Dann eine Aufforderung, das Bauchgefühl bitte nicht verletzen. Also das Gefühl ist im Bauch, ist schon eine
sehr interessante Geschichte und natürlich dann zum Schluss Zusammenfassung und Blick voraus. Um das Verdauungssystem wiederherzustellen, muss man zuerst wissen, wie man dessen Probleme erkennt und löst. Wenn Sie wissen, wie Ihr Verdauungssystem arbeitet, können Sie sich selbst zu jedem seiner Aspekte ein paar einfache Fragen stellen. Manche Menschen brauchen unter Umständen einen kompletten Neustart ihrer Verdauung oder für ihre Verdauung. Aber bei vielen anderen reicht es aus, wenn sie sich auf die einzelnen Schwachstellen konzentrieren und deren Funktion wiederherstellen, damit danach die Verdauung von Weizen und Milchprodukten wieder normal läuft. Bitte verwenden Sie diesen Kurs als eine Art Selbstbedienungsladen. Also hier können Sie sich selbst bedienen und selbst auswählen für die Verdauungsreha, bei dem Sie aus dem Angebot an Tipps für die Neuansiedlung Ihrer Verdauung das auswählen, was Sie brauchen. Das Wichtigste und das Ziel, es ist nicht nur schwer, verdauliche Nahrungsmittel zu verdauen oder verdauen zu können und eine Verzichtsdiät zu umgehen, sondern dafür zu sorgen, dass Umweltgifte nicht in unseren Körper kommen, beziehungsweise hauptsächlich, dass Umweltgifte aus unserem Körper ausgeschieden werden. Und bedenken Sie, dass sogar in Bioware Umweltgifte vorkommen. Ich habe dazu genügend Literatur. Es geht also darum, richtig zu verdauen und die Gifte aus dem Körper auszuscheiden. Und ein wichtiger Satz: Ohne gut funktionierende Verdauung ist gesunde Entgiftung nicht möglich. Nun in unserer Agenda zu dem ersten Punkt: Lebensmittel für die Heilung von innen nach außen. Sie wissen ja, oftmals wird versucht, von außen nach innen mit Salben oder ähnlichem. Wir gehen davon aus, von der Ursache her zu kommen. Wir heilen von innen nach außen. Die Auskleidung des Verdauungstraktes wird von einer Art Epithel oder Haut gebildet, also ein Abschluss, eine Oberfläche, die ähnlich aufgebaut ist wie die Außenhaut des Körpers. Allerdings sind die einzelnen Schichten andersherum angeordnet. Das ist relativ leicht zu verstehen, denke ich. Die Gesundheit, Haut, die die Innenseite des Verdauungstrakts auskleidet, spiegelt sich in der Gesundheit der Ausstrahlung und dem Tang der einzelnen Körperhaut wider. Die Darmschleimhaut ist das engste Verteidigungsbollwerk im Stress. Also die Darmschleimhaut ist das erste Verteidigungsbollwerk gegen den Stress. Denn jeder Stress, dem wir ausgesetzt sind, wird über die Innenhaut des Verdauungstrakts, also von innen her verarbeitet. Wenn Stress unverdaute Proteine oder Chemikalien aus verarbeiteten Lebensmitteln oder Umweltgifte für die Haut des Verdauungstraktes zu viel werden, also wenn das überlastet wird, die Abschlusshaut des Verdauungstraktes, dann kann sie versagen. Und wir können auch sagen, sie entzündet sich. Und wer schon etwas davon gehört hat, von den Silent Inflammation, also von den stillen Entzündungen, der ahnt, wie das funktioniert. Diese Entzündung kann also den Gesundheitszustand ebenso wie die Funktionsfähigkeit und die Menge der nützlichen Darmbakterien verändern, kann Verdauung und Nährstoffaufnahme stören und unerwünschte Nahrungsbestandteile und Gifte in den Blutstrom und das Lymphsystem übergehen lassen. Sie wissen, wir haben schon über das Lymphsystem auch gesprochen, wie es dorthin kommt und wie dann auch das Lymphsystem durch zu viel Input, dann in der Funktion gestört wird. Es kommt zum Lymphstau und dort haben wir auch dann eine Strapazierung der Lymphe. Es gibt nicht genug Abfluss und die Gifte und Schadstoffe kommen mehrfach zu unserem Schaden zur Wirkung. Wenn Sie damit beginnen, Ihre Darmschleimhaut und Ihren oberen Verdauungstrakt wiederherzustellen und zu stärken, vermeiden Sie am besten, ich habe das hier aufgeschrieben, alle Lebensmittel, die Sie derzeit schlecht vertragen. Also jetzt sage ich das, wenn Sie also in dem Zustand sind, dann vermeiden Sie erst einmal die Lebensmittel, die Sie schlecht vertragen. Und somit kann Ihr Körper sich auf die Heilung und Reparatur konzentrieren.
Wenn Sie dann Ihre Verdauungsfunktion neu gestartet und gestärkt haben, können Sie diese Lebensmittel ohne Belastung durch Gifte und nur wenig verarbeitet allmählich wieder in Ihre Ernährung einbauen. Also allmählich wird es dann möglich, wenn Sie die ersten Schritte gegangen sind. Vielleicht mal zur Darstellung. Nach der Geburt erhalten Babys Muttermilch, bis sie die ersten Zähnchen bekommen. Sobald dann die ersten Zähne durchbrechen, ist es an der Zeit, die sogenannte feste Nahrung einzuführen. Zum Beispiel Apfelmus und andere Dinge wie gekochte Bananen und gekochtes püriertes Gemüse. Die traditionelle Praxis war, das ganz langsam und nach zu tun, damit das Verdauungssystem lernen konnte, mit diesen neuen Nahrung umzugehen. Wenn Säuglingsnahrung gekocht und mit etwas Wasser verdünnt wird, wird sie schon vorverdaut, sodass sie für das Baby viel leichter verdaulich wird, besonders in dieser ersten Versuchsphase. Als Erwachsene haben wir, viele von uns schon zu viel schwer verdauliche und verarbeitete Lebensmittel zu uns genommen und gegessen. Dabei haben wir unsere Darmschleimhaut und unsere Mikroorganismen so überstrapaziert, dass wir Unverträglichkeiten gegen viele Lebensmittel entwickelt haben. Das ist ja unser Ansatzpunkt. Seit Jahrtausenden werden Babys in traditionellen Kulturen mit einem ganz weich gekochten Brei aus verdünntem Reis und Hülsenfrüchten gefüttert. In Indien wurde ein ayurvedisches Superfood aus Langkornreis und einer bestimmten Hülsenfrucht, der gelben geschälten oder halben Mungbohne, erfunden. Diese Mischung, man nennt das Kachari, also dieses Kachari soll die Darmschleimhaut beruhigen und ernähren. Bis heute ist sie in weiten Teilen Indiens die erste feste Babynahrung und wird älteren Menschen als Heilnahrung und in der Rekonvaleszenz verordnet. Bevor brauner Reis geschält und maschinell zu weißem Reis verarbeitet wurde, nahmen sich die Eltern die Zeit, die Schalen von Langkornreis sorgfältig von Hand zu entfernen. Dann spalteten sie auch die gelben Mungbohnen von Hand, um auch sie von den Hülsen zu befreien, sodass die Mungbohnen extrem leicht verdaulich wurden. Es dauerte Tage, die notwendige Menge Khichari herzustellen. Dann wurden der Reis und die geschälten Mungbohnen mindestens eine Stunde lang zusammen mit viel Wasser und verdauungsfördernden Gewürzen gekocht. Außerdem wurde der Mischung eine kleine Menge Ghee, wir haben darüber schon gesprochen, das Ghee ist also geklärte und ungesalzene Butter, also diese kleine Menge Ghee wurde hinzugefügt, um die Darmgesundheit zu unterstützen. Erinnern Sie sich, wir haben darüber gesprochen, dass Ghee große Mengen Butylsäure enthält. Aber hier will ich nicht weiter darauf eingehen und wir sehen nur, dass es immer wieder zu Vorteilen kommt. Und auch mit dieser Butylsäure verschiedene Mikroorganismen zur Stärkung der Darmgesundheit und der Immunabwehr beitragen. Sie finden übrigens ein Rezept für dieses von mir schon jetzt mehrfach gelobte, in Indien entstandene Khichari, finden Sie, und Sie sehen es hier auf diesem Bild, Sie können das Rezept dafür downloaden, wenn Sie unter diesem Video sich ansehen, unter der Zeile mit Kapitel 8, da steht Rezept Superfood Khichari und das ist ein Download. Und diesen Download, den gibt es exklusiv für die Abonnenten von AgilSmart. Laden Sie sich das herunter, dort ist ganz genau beschrieben, wie Sie sich Khichari herstellen und dann letzten Endes diesen großen Vorteil nutzen können. In jüngster Zeit gab es einige beeindruckende Forschungsergebnisse zur Mungbohne. Die zeigten, was für gesundheitliche Vorteile die Mungbohne hat. Die Wissenschaftler stellten fest, dass die beiden wichtigsten Flavonoide der Mungbohne, das ist nämlich Vitexin und Isovitexin, dass die sozusagen die Altersmechanismen deaktivieren. Also verlangsamtes Altern
letzten Endes dann hervorrufen. Und das sogenannte High Mobility Group Box 1, das wird auch abgekürzt, ich habe es hier aufgeschrieben, als HMGB1. Was hat es auf sich? Dieses HMBG1 löst im Körper die Freisetzung von toxischen und degenerativen Zytokinen. Sie löst also die Freisetzung aus, die Darmwand schädigen können. In einer weiteren Studie trugen Mungbohnen dazu bei, also mit einer Studie hat man das festgestellt, beim Tierversuch, dass die Überlebensrate bei bestimmten Giftstoffen um eindrucksvolle 82% gesteigert wurden. Daraus kann man eigentlich schließen, wenn man sozusagen eine längere Überlebenszeit bei Giftstoffen hat und bei Tieren das feststellt, das ist ja eine bekannte Methode, um herauszubekommen, dass es auch die Lebenserwartung erhöht. Die Mungbohne, die auch als Hülsenfrucht gegen Blähungen bekannt ist, also wird man sie richtig, man nennt sie richtig Hülsenfrucht gegen Blähungen. Diese enthält nachweislich praktisch keine Flatulenzfaktoren, was die Vermutung nahelegt, dass vielleicht sie die einzige von allen Hülsenfruchtarten ist, die keine Verdauungsgase bildet. Nach dem Ayurveda sind Mungbohnen die einzigen Hülsenfrüchte, die als Vata-senkend oder als Gasbildung hemmend klassifiziert werden. Es überrascht nicht, dass das Ayurveda diese Hülsenfrucht sozusagen als Hülsenfrucht für Darmreparatur, richtig mit der Bezeichnung Hülsenfrucht zur Darmreparatur bezeichnet. Sie können also das habe ich jetzt nochmal eingeblendet hier grafisch, Sie können also dieses Rezept für Superfood Kichari können Sie also downloaden. Das empfehle ich Ihnen sehr. Sie können dort in einfachen Schritten sich dieses Kichari herstellen und davon Vorteile haben für Ihre Gesundheit. Unter anderem hat also diese Hülsenfrucht, also die Mungbohne, folgende positive Eigenschaften. Und jetzt staunen Sie, wie weit das geht. Sie enthält große Mengen von Mineralstoffen, darunter Magnesium und Phenole. Sie wirkt antioxidativ und fördert so die Herzgesundheit. Hört, hört. Sie trägt zu einem gesunden Blutzuckerspiegel bei und verringert die schädlichen Auswirkungen der Glykierung. Sie bildet im Darm die Fettsäure Butyrat und stärkt damit die Gesundheit der Darmwand. Ich sprach bereits darüber, wahrscheinlich die stärkste Leistung. Sie hilft dabei, auf gesunde Weise abzunehmen und wirkt gegen Heißhungerattacken, denn sie führt zu verstärkter Bildung des Sättigungshormons CCK. Wenn Sie also mit der Reparatur Ihrer Darmschleimhaut beginnen, können Sie Ihr Kichari aus Grundnahrungsmitteln in Ihre Ernährung einbauen. Wer lieber keinen Reis möchte, kann sich auch an Hirse halten. Das Kichari-Rezept finden Sie also hier, ich habe das eingeblendet, unter diesem Video in dem Link. Und dieser Link zum Download heißt Rezept Superfood Kichari. Welche Lebensmittel empfehle ich Ihnen noch für die Darmreparatur? Wir sind hier immer noch bei der Darmreparatur. Welche Lebensmittel helfen dort am meisten weiter? Das sind also die Süßkartoffeln, gekochte rote Beete, das sind gekochte Äpfel, das sind Samen, die sollten Sie lieber nehmen als schwer verdauliche Nüsse. Gut weich gekochtes oder gedämpftes Gemüse gehört auch dazu, ebenso Haferflocken, Reis und Hirse. Kleine, gut weich gekochte Bohnen oder Hülsenfrüchte, zum Beispiel eben wieder die Mungbohne, sind anfangs leichter verdaulich als die größeren Sorten. Also die kleinen, gut weich gekochten Bohnen sind besser zu Beginn als die großen Sorten. Ich empfehle weiterhin gesunde Öle wie Ghee, Kokos und Olivenöl. Ich empfehle kleine Mengen von gut weich gekochtem weißen Fleisch oder Fisch. Ebenso kleine Mengen Naturhonig. Da sage ich mal kleine Menge, damit meine ich 1 bis 2 Teelöffel Naturhonig pro Tag. Und schließlich dann Ingwer, Zimt, Fenchel und Kardamomtee.
Diese sind zu empfehlen für eine bessere Darmreparatur, ja, für eine effektive Darmreparatur. So, und damit sind wir an sich schon bei mit dem ersten Punkt des Heilens von innen nach außen, sind wir so weit. Und Sie sehen schon, das sind einfache Dinge und ganz konkret können Sie das schon einsetzen, indem Sie das Rezept von mir Ihnen hier aufgezeigt downloaden und danach vorgehen. Kommen wir zum zweiten Punkt, der Dickdarm. Vielleicht werden Sie sich fragen, warum wir hier über den Dickdarm reden, wo doch, wenn es um Milch- und Weizenverdauung geht, das doch in den oberen Verdauung, im oberen Verdauungstrakt stattfindet. Warum sprechen wir über Dickdarm? Sie werden das gleich feststellen. Dickdarmprobleme können Sie leicht erkennen und beheben. Welch gute Nachricht. Wenn Sie darauf achten, dass Ihr Stuhlgang gesund und regelmäßig ist, sind Sie schon dabei auf einem guten Weg voran. Mit der Dickdarmschleimhaut ist es so eine Sache. Sie muss also die Dickdarmschleimhaut muss genau richtig beschaffen sein. Nicht zu trocken und daher Verstopfung verursachen und nicht zu nass, denn das kann zu übermäßiger Schleimbildung und zu wässrigem Stuhl oder Schleim im Stuhl führen. Eine gesunde Resorption von Nährstoffen, die Neutralisierung von Giftstoffen und die Besiedlung des Darms mit gesunden Mikroorganismen sind von einem ausgewogenen Milieu der Darmschleimhaut abhängig. Also das ausgewogene Milieu in der Darmschleimhaut, das ist die Grundlage, ist die Voraussetzung für gesunde Resorption von Nährstoffen, für die effektive Neutralisierung von Giftstoffen und für die Besiedlung des Darms mit gesunden Mikroorganismen. Gesunder Stuhlgang ist eine vollständige Entleerung, die innerhalb etwa der ersten Stunde nach dem Aufwachen am Morgen auftritt. Er sollte eher fest sein, weder zu hart noch zu weich. Wichtig ist, dass er sich wie eine vollständige, befriedigende Entleerung anfühlt. Nachhelfen kann man ihm, also dem Stuhlgang, mit einem großen Glas Wasser oder Zitronenwasser als Start in den Tag. Wenn Sie allerdings eine Tasse Kaffee, ein Kleiebrötchen, ein Abführmittel, ganz gleich, ob natürlich oder nicht natürlich, oder irgendein anderes Ritual brauchen, um Stuhlgang zu haben, ist das schon ein Zeichen dafür, dass Ihr Verdauungssystem geschädigt ist und Sie sich um Ihre Darmschleimhaut kümmern müssen. Was hat das jetzt mit der Verdauung von Weizen und Milchprodukten zu tun, die sich ja größtenteils weiter oben im Magen und Dünndarm abspielen? Die Gesundheit der Darmschleimhaut, also buchstäblich der Haut, die den Darm auskleidet, ist ein ganz wichtiger Faktor, der darüber entscheidet, wie effizient Abfallstoffe aus dem Körper ausgeschieden werden. Wenn Sie zur Verstopfung oder wässrigem Stuhl neigen, können sich in den Lymphgefäßen, die den Darm trainieren, Giftstoffe stauen. Das haben wir bereits im Kapitel 7 beschrieben, wie gefährlich das ist. Wenn sich erst einmal ein Lymphstau gebildet hat, können toxische Fette erneut von der Leber und der Gallenblase absorbiert werden, was auf die Dauer die Tätigkeit des oberen Verdauungstraktes, die ja für die Aufspaltung von Milchprodukten verantwortlich ist, stark beeinträchtigt. Außerdem entscheidet die Gesundheit der Darmschleimhaut über die Gesundheit der Darmbakterien in unserem Körper, die nicht nur Weizen und Milchprodukte verdauen, sondern in jeder Hinsicht die Grundlage der menschlichen Gesundheit sind. Soweit also zum Dickdarm. Darf ich vorstellen, unser zweites Gehirn. In Ihrem Körper leben Billionen von Mikroorganismen und 90% davon im Dickdarm. Außerdem hat der Dickdarm der Ort, an dem 95% des Serotonins im Körper gebildet und gespeichert werden, sodass sich zu jedem beliebigen Zeitpunkt nicht mehr als 5% des gesamten Körperserotonins im Gehirn befinden können. Also nicht mehr als 5% sind im Gehirn. Der Rest ist dort, wo das Serotonin gebildet wird. Dort wird es auch gespeichert, nämlich im Dickdarm.
Der Dickdarm, der inzwischen als zweites Gehirn bezeichnet wird, arbeitet mit zahlreichen nützlichen Mikroorganismen, um viele andere chemische Substanzen für das Gehirn, Vitamine und Enzyme zu bilden, ohne die der Körper nicht lebensfähig wäre. Also im Dickdarm bilden wir die Stoffe, die das Hirn braucht. Und hier ist ganz klar von mir gesagt worden, ohne die unser Körper nicht lebensfähig wäre. Im Ayurveda gilt der Dickdarm als Sitz des gesamten Nervensystems. Und das bedeutet, dass das Gehirn und das gesamte Nervensystem von den Vorgängen im Dickdarm gesteuert werden. Also sie werden von den Vorgängen im Dickdarm gesteuert. Kein Wunder, dass wir uns hier mit dem Dickdarm beschäftigen. Stress, ob der nun mental ist, emotional oder körperlichen Ursprungs oder dadurch verursacht wird, dass wir entgegen unserem Biorhythmus leben, dieser Stress wird direkt über den Dickdarm verarbeitet, nicht über das Gehirn. Der Darmtrakt wird in Billionen mikroskopisch kleiner Mikroorganismen ausgekleidet. Also Billionen von kleinen Mikroorganismen kleiden den Darmtrakt aus. Und diese Mikroorganismen sind praktisch verantwortlich für jede physiologische Funktion im Körper. Und sie verrichten Schwerarbeit. So muss man sich das vorstellen. Es ist sicherlich neu, ein neues Denken, aber so ist es, so war es und so ist es immer. Inzwischen wissen wir also, dass diese Mikroorganismen entscheidend sind für unsere Immunabwehr, für unsere Gesundheit, für unsere Lebensdauer, also Lebenserwartung, für unsere Glücksgefühle und Stimmung und so ziemlich alles andere auch, einschließlich der Fähigkeit, Weizen- und Milchprodukte zu verdauen. Also auch hier wiederum, für viele, wenn nicht gar alle Fähigkeiten, ist der Dickdarm zuständig, einschließlich für die Fähigkeit, Weizen- und Milchprodukte zu verdauen. Und deswegen müssen wir genau darauf achten, dass es Ihnen gut geht und damit Sie dafür sorgen, also die Bakterien, die Mikroorganismen, dass es uns gut geht. Die Zotten- und Zylusgefäße in der Darmwand sind buchstäblich von Mikroorganismen überzogen. Diese Mikroorganismen sind äußerst empfindlich gegen jeden Stress, dem sie ausgesetzt sind. Jegliche Giftstoffe, die auf sie eindringen, mit denen wir in Berührung kommen und die Nahrung, die wir essen. Nun kommen wir zur Darm-Hirn-Achse. Was bedeutet das? Die Darm-Hirn-Achse ist bidirektional. Das habe ich hier drüber geschrieben. Über die sogenannte Darm-Hirn-Achse können Stressfaktoren die Gesundheit des Mikrobioms verändern und das veränderte Mikrobiom kann Stresssignale an das Hirn senden, die unsere Stimmung, unsere Immunabwehr, unseren Lymphfluss, unsere Energie, unsere Freude und Sie haben es sicherlich erraten, auch unsere Fähigkeit zur Verdauung von Weizen- und Milchprodukten beeinflussen. Das Gehirn empfängt also den auslösenden Reiz vom Mikrobiom, sendet daraufhin entsprechende Signale an jede Körperzelle, die ihrerseits wieder mit dem Gehirn spricht und das alles spielt sich in einem in beide Richtungen verlaufenden Informationsfluss zwischen Darm und Hirn ab. Also Auslöser ist oder Sender ist sozusagen das Mikrobiom. Das geht an das Hirn und das Hirn verteilt es an jede, ich möchte nochmal sagen, an jede Körperzelle, die nun wieder in Kommunikation mit dem Hirn tritt. Eine Studie mit Kindern zeigte, dass das Mikrobiom im Darm so mächtig ist, dass es eine größere Mikrovielfalt oder eine größere Mikrobenvielfalt mit einem extrovertierten Temperament assoziiert werden konnte. Ich möchte das nochmal wiederholen, dass eine Studie zeigte, dass das Mikrobiom im Darm bei Kindern so mächtig ist, dass es eine größere Mikrobenvielfalt mit einem extrovertierten Temperament verbinden konnte. Ayurveda legt den Schwerpunkt für die Gesundheit des Darms auf die Wiederherstellung der Darmschleimhaut, nicht auf die langfristige Gabe von pflanzlichen Abführmitteln und Verdauungsenzymen oder Probiotika. Generell leben im Darm drei Typen von Mikroorganismen. Sie können es hier lesen. Das sind erstmal die guten,
die Schurken und die Zuschauer. Die Zuschauer, die nichts tun, als jede Menge wertvollen Platz im Darm einzunehmen. Tatsächlich deuten Studien darauf hin, dass wir Menschen in den industrialisierten Ländern weniger nützliche Mikroorganismen beherbergen als Zuschauer und Schurken. Also wir haben weniger nützliche Mikroorganismen als Zuschauer und Schurken. Wir wissen, dass bestimmte Mikroorganismen für die Verdauung von Weizen- und Milchprodukten zuständig sind. Und wir wissen, dass das Mikrobiom in Ländern, in industrialisierten Ländern, eine sehr viel geringere Vielfalt aufweist als in anderen Ländern der Welt. Es ist also kein Wunder, dass unsere Zivilisation Probleme mit der Verdauung schwer verdaulicher Nahrungsmittel hat. Nun möchte ich einmal ganz kurz nochmal erläutern, wie das Ganze funktioniert, also eine kurze Wiederholung geben. Ich habe jetzt erklärt, bis hierher, was für Folgen es hat, wenn Gluten oder Casein den oberen Verdauungstrakt unverdaut passieren, ganz zu schweigen von den negativen Wirkungen der Schädlingsbekämpfungsmittel, mit denen Weizenfelder behandelt werden. Diese und andere Faktoren reizen den Dünn- und Dickdarm, was einen ungeheuren Einfluss auf deren Funktionsfähigkeit hat. Wir haben auch erkannt, dass ein Großteil der Probleme von Gluten- und Milchintoleranzen gelöst wären, wenn Gluten und Casein im Magen und im Dünndarm richtig aufgespalten würden. Das Problem liegt an den Auswirkungen, die eine unzureichende Verdauung im oberen Verdauungstrakt auf die Verdauungsvorgänge im Dickdarm hat und umgekehrt. Beide müssen wieder ins Gleichgewicht gebracht werden, oberer Verdauungstrakt und Dickdarm. Außerdem haben sie gelernt, dass Gluten und Casein, die in den Darm gelangen, Entzündungen in der Darmschleimhaut verursachen und die Zotten und Chylusgefäße trennen und verstopfen, sodass unverdaute Proteine und Giftstoffe ins Lymphsystem und ins Blut gelangen können. Das ist der Punkt, an dem die Symptome einer Weizen- und Milchhypersensibilität tatsächlich zum Problem werden. Infolge der Reizung, die diese schwer verdaulichen Proteine in der Darmschleimhaut auslösen, können entzündliche und toxische Proteine wie Zonulin gebildet werden und im Zusammenhang mit vielen Symptomen der Weizenintoleranz stehen. Außerdem wissen Sie jetzt, dass die Lymphe, die den Darmtrakt umfließt, mit der Lymphe in Verbindung steht, die den Abtransport von Abfallstoffen aus dem Gehirn, der Haut, den Gelenken, aus dem Nervensystem, den Atemwegen, den Fortpflanzungsorganen und jawohl jeder Körperzelle übernehmen soll. Das alles zusammen macht eine schwache Verdauung und ein Versagen der Darmschleimhaut zu einer echten Krise. Sie haben ja gehört, es hängt also mit Hirn, Haut, Gelenken, Nervensystem, Atemwegen und Fortpflanzungsorganen quasi mit jeder Körperzelle zusammen. Also muss es ein großes Problem sein können und es kann zu einem großen Problem werden. Aber wir wollen ja hier aus dieser echten Krise der Darmschleimhaut wollen wir auf das Grundübel kommen, statt uns nur auf die Symptome zu konzentrieren. Es handelt sich um eine sehr viel umfassendere Problematik als Symptome, die wir vielleicht bekommen, wenn wir Weizenmilchprodukte essen. Soweit eine kurze Wiederholung oder Zusammenfassung. Warum ist ein gesunder Darm so wichtig? Nach der ayurvedischen Lehre ist der Darmtrakt eine Barriere. Diese Barriere bestimmt darüber, welche Nahrung und sogar welche Gifte eintreten und buchstäblich einem Bestandteil unserer selbst werden dürfen. Was den Körper angeht, so ist alles, was sich erst innerhalb unseres Darms befindet, noch nicht zum Wir selbst geworden, da die Darmschleimhaut ja noch als funktionale Barriere zwischen unserem Selbst, also uns selbst, und der Außenwelt fungiert. Also die Darmschleimhaut ist die Grenze. Die Mikroorganismen im Darm regulieren nicht nur die Körperfunktionen, sie fühlen auch alles, was uns umgibt und was aufzunehmen ist. Also sie haben Gefühle. Die Forschung hat nachgewiesen, dass sie von Emotionen und Gefühlen beeinflusst werden. Ich habe Literatur darüber. Und epigenetisch Informationen an die
Gene in jeder Zelle weitergeben, um den genetischen Code auf dem neuesten Informationsstand über die Geschehnisse im Körperinneren und in der Außenwelt zu halten. Also sagenhaft. So kommt es bei einer mit einem Pestizid behandelten Pflanze wahrscheinlich zu Genmutationen. Und das geschieht übrigens laufend. Die Mutation wird dann an die auf der Pflanze lebenden Mikroorganismen transferiert oder weitergegeben. Und wenn wir dann diese Pflanze essen, geben die mutierten Mikroorganismen diese genetischen Informationen an die Mikroorganismen im Darm und dann an die Gene in unserem Körper weiter. Eine gesunde Darmschleimhaut bildet eine Barriere, das habe ich schon gesagt, und sie lässt nur einen gewissen Anteil dieser Mutationen passieren. All dies soll dafür sorgen, dass die menschlichen Gene die nötigen Informationen erhalten, damit sie in einer sich stets verändernden toxischen Welt überleben und sich hier anpassen können. Ich kann mir auch anders nicht vorstellen, dass wir bei so veränderten und verstärkten Einfluss von Toxinen aus der Umwelt auf uns, dass wir das überleben. Das hätten, sagen wir mal, unsere Vorfahren vor vielleicht 100, 200 Jahren nicht geschafft, weil sie da noch nicht angepasst waren. Und mit diesem Prozess kann man sich das erklären, dass wir sozusagen uns dieser sich ändernden toxischen Welt anpassen und damit überleben können. Die Darmschleimhaut fungiert als Barriere zum Schutz und zur Information des Körpers über die Veränderungen und die Gefahren aus der Außenwelt und liefert gleichzeitig die notwendigen Nährstoffe zum Überleben. Wenn die Darmschleimhaut versagt, besteht die Gefahr, dass zu viele Mutationen, Giftstoffe, Gluten oder Caseinproteine durch die Darmwand in die Lymphe, somit in die Leber und Blutbahn gelangen, sodass der Körper eine Neigung zu den entsprechenden Allergien und Sensitivitätsreaktionen entwickelt. Also darüber läuft das und so müssen wir uns vorstellen, ist es wichtig, warum wir einen gesunden Darm brauchen und warum der gesunde Darm überhaupt so bedeutend für unser Leben ist. Nun kommen wir zu dem Punkt Totalüberholung der Verdauung. Wenn sich Schleim im Stuhl befindet, die Verdauung äußerst empfindlich oder sensibel ist, oder es sich um einen chronischen Zustand mit Völlegefühl und Blähungen und Bauchschmerzen handelt, beginnen wir zunächst damit, dass das Verdauungssystem von Grund auf neu gestartet wird. Die genannten Symptome sind Anzeichen dafür, dass die Darmschleimhaut oder die Schleimhäute im gesamten Verdauungstrakt gereizt sind und darauf mit Schleimbildung reagieren. Damit können wir sozusagen mit einer ersten Hilfemaßnahme für den ganzen Verdauungstrakt vorgehen. Die Lieblingstherapie für uns sollte sein, in diesem Falle ein konzentrierter Tee oder Sud aus gehackter Rotulmenrinde, aus Süßholzwurzel und Eibischwurzel. Und dieses wird schon so lange von Dr. Dyat verwendet, dass er auf viele Jahrzehnte zurückblicken kann und stets Erfolg hatte dabei bei seinen Patienten. Als Gegenmittel sowohl gegen trockene als auch gegen übermäßig feuchte Schleimhäute kennt er nichts Besseres als diesen Sud, der einen Monat lang mehrmals am Tag getrunken wird, um die gesunde Darm- und Bakterienfunktion wieder in Gang zu bringen. Also ganz einfach, wir kommen jetzt auf das Rezept für einen Sud, beziehungsweise kommen wir auch zu einem Tee. Und das ist sozusagen das Allerheilmittel und gleichzeitig erste Hilfemittel, um den Darm oder sagen wir die Verdauung total zu überholen. Und das hat sich längst bewährt und ich kann es Ihnen wirklich nur empfehlen, gehen wir noch etwas besser darauf ein. Jede dieser Pflanzen, die ich also eben nannte, Süßholz, Rotulmenrinde und Eibischwurzel, jede dieser Pflanze wirkt auf natürliche Weise schleimbildend und reizlindernd. Und das bedeutet, dass sie alle
ausgetrockneten und gereizten Schleimhäute vom Hals bis hinunter zum Magen und zum dünnen Dickdarm weich machen und beruhigen. Wir reden also über alle Schleimhäute im Körper. Es ist, als bedeckte man den gesamten Verdauungstrakt einen Monat lang mit einem schützenden, schleimigen, präbiotischen, mikrobenstärkenden Pflaster. Während dieser Zeit kann neue Darmschleimhaut nachwachsen, ein gesundes Darmmilieu wiederhergestellt werden und neue gesunde Mikroorganismen, Populationen können sich wieder etablieren. Wenn man aus diesen drei Pflanzen einen Tee oder einen konzentrierten Sud herstellt, werden die löslichen Ballaststoffe aus den Wurzeln und der Rinde freigesetzt. Die löslichen Ballaststoffe sind von Natur schleimig und wirken daher lindernd und stärkend auf die ausgetrockneten Darmschleimhäute. Die löslichen Ballaststoffe aus diesen Pflanzen dienen zudem den Darmbakterien als Nahrung und als natürliches Präbiotikum für das Mikrobiom. Also hochinteressant wieder. Das macht einen entscheidenden Teil der restaurativen Wirkung des Tees aus und er schafft ein Milieu, in dem die gesunden Mikroorganismen sich vermehren. Und gleichzeitig stellt er die Funktionsfähigkeit und das Milieu wieder her, in dem die Darmzotten und die Darmschleimhäute optimal verdauen, optimal entgiften und optimal Nährstoffe aufnehmen können. Finden wir doch heraus, wie es mit jeder der Zutaten geschieht. Nutzen Sie es doch selbst. Ich habe hier, jetzt blende ich es gerade ein, für diejenigen, die Abonnenten sind, also Abonnenten von AgelSmart sind, habe ich hier die Möglichkeit, unter dem Video sehen diejenigen dort einen Link. Dieser Link heißt unter der Zeile mit dem Kapitel 8, ich habe es hier eingeblendet, mit einem Pfeil markiert, haben Sie einen Link, der heißt Rezept für Sud und Tee. Und nach diesem Rezept können Sie sehr gern vorgehen. Stellen Sie sich also selbst einen Sud oder Tee her. Entscheidend für den Erfolg dieses Neustarts für den Darm und seine Mikroorganismen ist es, diese drei Heilpflanzen 1 bis 2 Monate lang in Form eines Tees oder konzentrierten Suds einzunehmen. Wenn Ihr Darmtrakt nicht ernstlich entzündet ist, können Sie den Tee verwenden. Der schmeckt ausgezeichnet und kann auch als Erhaltungsgetränk verwendet werden. Wichtig ist es, dass diese Heilpflanzen gehackt, nicht gemahlen sein sollen, wenn Sie sie kaufen. Wenn Sie gemahlene Pflanzen verwenden, entsteht bei der Zubereitung ein Schlamm, der keine Wirkung hat. Wenn Sie befürchten, dass Ihr Darmtrakt in reaktivem Zustand ist und extra Hilfe braucht, versuchen Sie so weit wie möglich die Anweisungen zur Zubereitung des Suds zu befolgen. Also Sie können das hier herunterladen und auf diesem Link, der da eingeblendet ist, und das nutzen. Ich kann Sie nur empfehlen, bei Dr. Dyard ist es so, dass es schon über 30 Jahre, also weit über 30 Jahre, den Patienten geholfen hat, auch wenn sie in schweren Krisen waren. Sprechen wir nun über Probiotika, seien sie transient oder kolonisierend. Wenn wir glauben, wir brauchen nur einmal eben ein Probiotikum zu schlucken und damit unser Verdauungssystem wieder in Ordnung zu bringen, also Verdauungsprobleme loszuwerden, machen wir uns falsche Hoffnung. Kolonisierende Probiotika, die allerdings kaum noch zu kaufen sind auf dem Markt, haften tatsächlich an der Darmwand an, werden zu Dauerbewohnern und steigern die bakterielle Vielfalt. Transiente Probiotika sind durchaus wirksam und fördern die Gesundheit auf verschiedene Weise. Aber wenn Sie sie absetzen, ist der Zustand der Mikroorganismen im Darm bald wieder beim Alten. Anders als bei den meisten nur vorübergehend wirksamen probiotischen Produkten, auf denen jeweils nur der allgemeine Bakterienstamm, also Lactobacillus oder Bifidobacterium, ausgeführt wird, wird bei kolonisierenden Stämmen genau angegeben, an welchem spezifischen Stamm die Forschungen durchgeführt wurden. Das ist also der Unterschied.
So wurde zum Beispiel in einer Studie nachgewiesen, dass ein bestimmter Stamm des kolonisierenden Probiotikums namens Bifidobacterium lactis mit der Bezeichnung HN019 an der Darmwand haftet und bei einer Untersuchungsgruppe von über 60-jährigen Probanden die bakterielle Vielfalt erhöhte. Dazu habe ich genügend Literatur. Die Forschung über unsere Mikroorganismen steckt zwar noch in den Kinderschuhen, aber es ist bereits klar, dass Vielfalt eine wichtige Rolle spielt und dass bei den Bewohnern der westlichen Länder die bakterielle Vielfalt wesentlich geringer ist als bei Angehörigen anderer Kulturen in allen Teilen der Welt. Selbst wenn Sie zusätzlich ein Probiotikum einnehmen, bleibt es wichtig, dass Sie Ihrem Verdauungstrakt weiterhin mehr nützliche Bakterien über die Nahrung zuführen. Also das bleibt nicht aus. Wir müssen auch Bakterien über die Nahrung zuführen. Versuchen Sie nach Möglichkeit, zumindest einer Mahlzeit am Tag ein Nahrungsmittel aus natürlicher Milchsäuregärung zu essen. Nehmen Sie solche Nahrungsmittel als Würzmittel, also in sehr kleinen Mengen zu sich. Schon kleine Mengen haben große Auswirkungen auf die Ansiedlung neuer Stämme und den bakteriellen Reichtum in ihrem Tempel nützlicher Bakterien. Immer wieder werden in neuen Untersuchungen kolonisierende probiotische Stämme entdeckt und Sie könnten sich über den Videonewsletter, den ich hier eingeblendet habe, könnten Sie sich auf den Laufenden halten. Und damit wissen Sie, was die Forschung gerade bringt. Und das Schöne ist, das können Sie auch sofort umsetzen. Nun zu den neuen Bakterien, die wir anzusiedeln haben. Es folgt ein umfassendes Programm und es ist nötig für Sie zur Wiederherstellung der Darmgesundheit. Und dieses Programm hat zwei Schritte. Erstens unterstützen Sie Ihre Darmschleimhaut dadurch, dass Sie Ihre Ausscheidung wieder ins Gleichgewicht bringen. Verwenden Sie dazu entweder, also empfohlen von mir gleich, den präbiotischen Tee. Wir haben ja das Rezept für den Sud und für den Tee in diesem Kapitel schon angegeben. Laden Sie das herunter, stellen Sie das her, das ist wirklich leicht herzustellen und nutzen Sie das. Und damit haben Sie auch lösliche Ballaststoffe aus der Mischung von Rotulmen, Süßholzwurzel und Eibischwurzel. Und schaffen Sie so ein Milieu, das ist das Ziel, in dem gesunde Mikroorganismen möglichst gut gedeihen können. Zweitens, nehmen Sie ein paar Monate lang gesunde, kolonisierende Probiotika ein, statt eben für den Rest des Lebens nicht kolonisierende. Und unterstützen Sie auf diese Weise die nützlichen, dauerhaften Bakterienbewohner dabei, sich zu etablieren, sich in ihrem Darm zu vermehren und ihre Gesundheit zu verdauen. Bei zu vielen unerwünschten Bakterien im Dünndarm oder Dickdarm empfehle ich Ihnen die Hefe Saccharomyces boulardii. Das ist Ihnen zu empfehlen, dann können Sie das wieder recht gut regulieren. Mikroorganismen denken und sie sind auch fühlende Mikroorganismen. Das hört sich erstmal komisch an, ist aber längst bewiesen. Inzwischen verfolgen Forscher die Theorie, dass bei Menschen, die unter Stress stehen im Darm, bestimmte stressinduzierte chemische Substanzen gebildet werden. Diese Stresssubstanzen verändern das Mikrobiom des Darms und stören die Verdauung, stören die Immunabwehr und die Bildung von stimmungsunterstützenden Neurotransmittern. Damit kann beispielsweise ein Stimmungswechsel einfach durch einen Wechsel zu nützlichen Bakterien bewirkt werden. Als ängstlichen Mäusen Fäkalbakterien aggressiver Mäuse eingepflanzt wurden, wurden diese ängstlichen Mäuse aggressiv. So und so gibt es einige sehr interessante Studien. Forscher an der University of Wisconsin stellten fest, dass die Jungen von Mäusen, die während der Tragezeit zu wiederholten Mal erschreckt und gestresst wurden, deutlich weniger Lactobacillen und Bifidobakterien, also sind die nützlichen Mikroorganismen, dass sie weniger davon im Darm aufwiesen.
Bei einer 2010 in Brain Behavior and Immunity veröffentlichten Studie wurden Mäuse beobachtet, die gezwungen wurden, mit einem sozialen Störfaktor einer Maus mit extrem aggressivem und störendem Verhalten, also zusammenzuleben. Durch das Zusammenleben mit einer solchen Maus veränderten sich die Darmbakterien der gesunden normalen Mäuse. Die Zahl nützlicher Bakterien nahm ab, die Schädlichen vermehrten sich stark und die Mäuse wiesen eine ganze Reihe von Störungen auf, die mit einer Beeinträchtigung der Gesundheit und der Immunabwehr assoziiert waren. Warum sind diese Studien von Mäusen, ich bitte Sie, im Zusammenhang mit der Verdauung von Bedeutung? Der Zustand unserer Verdauung ist untrennbar verbunden mit dem Zustand unseres Gehirns, unserer Stimmung und unserem Wohlbefinden. Und umgekehrt. Mit einer gesunden Verdauung hebt sich folglich unsere Stimmung und unser Wohlbefinden, die Gesundheit unseres Mikrobioms verbessert sich und ebenso unsere Verdauung. Das hängt also alles zusammen. Verletzen Sie Ihr Bauchgefühl nicht. Die Gepflogenheit, sich in Ruhe hinzusetzen, zu entspannen und dann erst zu essen und die Nahrung zu verdauen, das steht seit jeher in hohem Ansehen, wurde vielfach untersucht und fördert die Gesundheit. Sogar die Vorteile der kurzen Ruhepause oder Siesta, Sie kennen das, nach einer Mahlzeit, damit der Körper sie besser verdauen kann, wurden ausgiebig untersucht. Zudem sagen ayurvedische Texte, dass die Verdauungsenergie gestärkt und das Tief nach einer üppigen Mahlzeit vermieden wird, wenn man sich nach dem Essen auf der linken Seite hinlegt und ruht, weil dadurch die Nahrung richtig verdaut und auf natürliche Weise vom Magen weitergeleitet werden kann. Die moderne Wissenschaft bestätigt diese uralten Grundsätze. Und sie weist auch darauf hin, dass eine entspannte Mahlzeit ohne Zeitdruck, eine Ruhepause oder ein Spaziergang nach dem Essen, sämtlich traditionelle ayurvedischen Techniken sind das, dass diese dazu beitragen, die Verdauung zu stärken, beim Abnehmen zu helfen, und den Blutzuckerspiegel nach einer Mahlzeit im Gleichgewicht zu halten. Die moderne Forschung zeigt, dass emotionaler Stress den Gesundheitszustand der Darmschleimhaut und die Funktionsweise des Mikrobioms verändert, die an der Verdauung unmittelbar beteiligt sind. Wenn Sie sich diese Forschungsergebnisse zunutze machen wollen, zum Beispiel indem Sie die Vorteile einer ruhigen, entspannten Umgebung während der Mahlzeit für unsere Gesundheit und Verdauung nutzen, können Sie eine weitere alte ayurvedische Weisheit befolgen. Besser gar nicht essen, als im Zorn zu essen. Machen Sie Ihre Mahlzeiten zu einer gut geplanten, entspannten Erfahrung, auf die Sie sich freuen können. Und nehmen Sie sich, wenn Sie sich zu Tisch gesetzt haben, ein bisschen Zeit, um zu entspannen, bevor Sie anfangen zu essen. Ayurveda führt diese Vorstellungen noch weiter mit einer weiteren alten Weisheit, die inzwischen von der Wissenschaft bestätigt wurde. Du wirst zu dem, was du siehst. Das heißt, all die Dinge, denen du deine Aufmerksamkeit schenkst, formen dich und werden damit zu dir. Unsere Gefühle und Überzeugungen haben einen großen Einfluss darauf, welchen Dingen wir unsere Aufmerksamkeit schenken. Und sie verändern die Mikroorganismen des Darms. Wenn ein Mikroorganismus in unserem Darm unter den Einfluss von Stresshormonen geraten, also wenn die Mikroorganismen unter den Einfluss von Stresshormonen geraten, hat dies erhebliche Auswirkungen auf unsere Gesundheit und letztendlich auf unsere Verdauung. So, nach dem, was wir nun heute hier im Kapitel 8 erlebt haben und jetzt besprochen haben, also wie wir den Darm heilen können, gehen wir weiter zu Kapitel 9 und der Diskussion, wie wir die Lymphe heilen können, wo in erster Linie die Ursachen von Nahrungsmittelallergien zu finden sind. Also, ich freue mich mit Ihnen gemeinsam auf Kapitel 9 und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit bisher.